Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 hier aus der Helms Creek. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ist seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. In dieser Folge wärmen wir ab in den Forst. Unser hiesiges Forstunternehmen hat mich gebeten, weil ihr Arbeiter krank geworden ist, ob ich einer oben im Wald ein bisschen zur Hand gehen kann. Es wird aber vorher hier bei unserem Transportunternehmen einen LKW abholen. Es ist so ausgemacht, Schlüssel ist vorhin drinnen. Packen wir einfach mal da frech in die Wiesen rein. So. Schlüssel. Ah, da ist er. So. Motor starten, dann Abfahrtskontrolle machen. Wird spaßiger mit dem Ding. Aber es ist halt neu. Aber auch bei neuen Fahrzeugen sollte man eine Abfahrtskontrolle machen. Man muss ja da das kompulieren. So. Schalten wir mal Licht ein. Und dann fahren wir mal auf, wenn wollt. Der Gaucho, also der Chef vom Forst, hat gesagt, es ist nämlich alles schon oben, eben bis hier auf dem LKW, dem was er sich von seinem Freund da vom Transportunternehmen ausgeglichen hat dazu. Sein Mac-Lastwagen noch nicht angekommen ist und vor allem, er müsste dann einen Radlader aufstellen und hier der Transportunternehmer hat hier die hinzugt. Da ist der Wanderweg und nach dem Wanderweg hat es geheißen, sollte es reingehen. Da steht er. Zurücksetzen. Dass wir da einen Baum auf den Lastwagen fallen lassen. Wir kriegen dafür 5000 Euro, also auch Kreditraten übernimmt bei uns, hat er gemeint. Und wenn ich nur die Zeit habe, da zu verkaufen vor. 5%, aber jetzt schauen wir mal, wie weit das wir kommen in der Folge. So. Also, Motor war recht starten, gell? Dann habe ich es da ausklappen. Macht man 8 Meter, also nichts gesagt.
Pum. Sehen wir uns das alles auf einen Haufen. Den kleinen Baum lassen wir stehen. Den kleinen Baum lassen wir eben stehen. Der was die neuen Leute ist, ist für uns der Vorteil. Oder auch nicht. Dünn ausstellen. Und jetzt da einen Baum. Den zweiten, den dritten und den vierten. Der gehört glaube ich auch noch zu haben, jawohl. Geht gut. Der geht wirklich gut. Hätte ich mir nicht gedacht.
haben wir nun wieder mit dem Lastwagen hinkommen. So. Dann holen wir den Lastwagen mal aus. Wo steht er denn? Da. Da zwischen die zwei Bäume durch, wenn es geht. Schauen wir mal, wie lang das der Kran ist. So. Sattelkupplung. Ah, okay, stimmt, sie sind. Da bin ich gerade mal hochgekommen. So. Hoppala. Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir dort auf den anderen Kontrollpunkt erschalten. Hupen, Spanngurt. Das ist die Sicht. Das ist die Sicht. Aussteigen. Das passt. So, jetzt hat es. Ah, da müssen wir diesen die Optionen umstellen. Modus für Farbenblinde. Radio aus, Kamera zurückwechseln an. Wo haben wir denn das? Ich habe das ja schon mal irgendwo gesehen. Da machen wir das auf normal. Dann seht ihr mal die ganzen Einstellungen, wo ich auch habe. Fruchtzerstörung. Auto, Stop and Go, Fülllimit haben wir. Spritverbrauch ist normal. Kraftstoff kaufen. Alles aus. Da, vierfach Kransteuerung aus.
So. So. Dann. So, jetzt hat Thomas. Da kommt wieder drei Kämmer. So, jetzt. Ja, hast alle an von dieser Schwalbe, gell? Mit dem Controller ist gar nicht einmal so leicht. So. Dann den die, so müssen wir auch machen. Hervorragend. Stützen wieder aufbauen, setzen unseren Lastwagen rein. Und von da weit um. Stützen wieder ausfahren. Umschalten. Bis jetzt bin ich der absolute Forstexperte. Aber wir versuchen es trotzdem. Und geht nach oben. Und geht nach oben.
Mache die jetzt nur Fußprojekt, dann glaube ich, war das Flutschen. Wie nix. Da. Das erfordert größte Konzentration. Wo ich noch Lastwagenfahrer war, wo ich noch selber Lastwagenfahrer war, bin ich auch mit dem Kran gefahren, aber da ist halt zwei Joystick, wo's du weißt, was du hast. Holz bin ich auch gefahren, aber halt nur in geschnittener Form und ich schon auch mit einem Holzlastwagen gefahren, aber ohne Kran. So. In der nächsten Folge haben wir also so nachher unser altbewährtes neue Jahr wieder und dann können wir so die ich muss sagen, Hut ab von dir, die was auf der PlayStation Fast machen, gell? So. Ich hab's jetzt einfach nicht gesehen. Wir haben jetzt gleich schon verkauft den Bund.
So, Tempomat, Spongo, Tugwinger. Mal fangen wir zu verkaufen. Also ich sag 5%, gell. Ja. Ich werde auf die Karten schauen, wo ist jetzt das Sägewerk. Wir messen jetzt da vorne. Der Viehhändler. Die Johnson Market, Sägewerk. Natürlich muss er ziemlich wieder verfolgen. Aber ich war ja nicht der knallharte Tracker, wenn ich nicht dort das Nummer und umtrage. Ja? So. Passt. 6.800. Die Schuhe richtig gemacht. Verkauf von Holz. Hoppala, 7000. Ja, 7250 sind 6840 Euro. Von minus 5%. Passt schon. So. Ich stehe jetzt dann auf für den Wald. Wir können es weitermachen, sobald dass wir da sind. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's aber für diese sportliche Folge. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch.
Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Helms Creek weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt von respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.